Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Grundversorgung oder den Grundversorger zum 1. Juli 2021. Denn wie ihr vielleicht schon in der Fachpresse oder eben auch in eurer Regional-Lokalpresse mitbekommen habt, kann es jetzt einen Wechsel geben zum 1. Juli 2021. So, warum? Oder erstmal, worum geht es denn? Ne? Grundversorgung ist ja das Versorgungsmodell, wenn ich mir keinen anderen eigenen Tarif irgendwo suche. Also wenn ich irgendwo zum Beispiel einziehe in eine Wohnung und ich verbrauche da Strom, habe mir aber keinen eigenen Tarif irgendwo gesucht, dann komme ich automatisch in die Grundversorgung. Ne? Der Name deutet das ja auch an, das ist eine grundlegende Energieversorgung. Und die wird eben so geregelt, dass dann der Grundversorger über den Netzbetreiber zum Beispiel mitbekommt oder über wen auch immer, den Vermieter oder über uns selbst irgendwann, hey, da ist also da neue Mieter eingezogen. Ergibt sich auch daraus, dass ja meistens der alte Mieter seinen Stromvertrag beendet und dann ist da ein Leerstand und dann findet man das raus. So, dieser Grundversorgungstarif ist meistens ein bisschen teurer. Warum? Dazu kommen wir nochmal am Ende. Und gleichzeitig ist er aber auch sehr transparent. Ne? Die Preise müssen öffentlich sein, die Preise sind dementsprechend transparent und die weiteren Versorgungsbestimmungen, Tarifbestimmungen, Geschäftsbedingungen, die sind dann auch alle immer öffentlich, weil es hier sich eben um eine grundlegende Versorgung handelt, die also auch eine Pflichtversorgung ist. Ne? Jeder Kunde kriegt ja Strom irgendwo her oder auch Gas irgendwo her. Und weil man praktisch verpflichtet ist, mindestens beim Grundversorger sich versorgen zu lassen, ist das Ganze mit entsprechend mehr Transparenz auch versehen. Das ist halt ein bisschen ja, Verbraucherschutz schlussendlich auch. So, und im Energiewirtschaftsgesetz, Paragraph 36, verlinke ich euch natürlich auch unten in der Videobeschreibung, wird dann nämlich zum Beispiel erwähnt, naja, der Netzbetreiber vor Ort, ne, Betreiber von Energieversorgungsnetzen, der Allgemeinversorgung, sind verpflichtet, alle 3 Jahre jeweils zum 1. Juli, erstmals 1. Juli 2006. Und jetzt rechnen wir 2006, 9, 12, 15, 18, 21, zum 1. Juli 21, nach Maßgabe des Satzes 1, wer die meisten Haushaltskunden versorgt, den Grundversorger für die nächsten 3 Kalenderjahre festzustellen. So, und das eben dann auch zum 30. September zu veröffentlichen, also spätestens. So, das bedeutet also, wir haben tatsächlich jetzt zum 1. Juli einen Stichtag, zu welchem der örtliche Verteilnetzbetreiber durchrechnet, welcher Versorger im eigenen Netzgebiet die meisten Kunden versorgt, die meisten Haushaltskunden. Definition Haushaltskunden im Energiewirtschaftsgesetz beschreibt schlussendlich auch, dass es sich dabei natürlich um Kunden handelt, die in einem Haushalt wohnen und so versorgt werden, aber auch um ganz kleine Gewerbekunden. So. Wer die meisten davon in einem Netzbetrieb also versorgt, ist dann der Grundversorger und wird alle 3 Jahre hier ausgerechnet. Jetzt kann es natürlich passieren, dass zum 1. Juli 2021 tatsächlich Wechsel stattfinden, was diese Grundversorgungspflicht angeht. Zum Beispiel, weil aus der Historie heraus ein großer Regionalversorger oder Energiekonzern vor Ort die meisten Kunden immer hatte und deswegen auch Grundversorger war. Man hat sich aber für eine Regionalisierung entschieden und hat vielleicht auch schon die Netze in ein vielleicht auch neu gegründetes oder neu ausgerichtetes Stadtwerk gegeben und hat dann eben auch viel Marketing betrieben, viele Kunden angeworben und möchte jetzt praktisch über die Zeit hinweg genügend Kunden bekommen haben, um zum Stichtag 1. Juli die meisten Kunden im eigenen Portfolio zu haben, die meisten Haushaltskunden, mehr als dann eben der große Konzern. Und damit wird man neuer Grundversorger. Das ist dann genau der Hintergrund, der sich da ergibt. Und dazu können wir mal kurz reinblicken in einen Artikel von Energate Anfang März 2021. Schon der Titel ist ganz interessant. 300 Grundversorger ändern Preise zu Jahresbeginn. Und dann gibt es hier den interessanten Punkt. Demnach haben 149 Grundversorger ihre Strompreise erhöht, 150 hingegen gesenkt. So. Und dann ist dieser Punkt mit der Hälfte, dass die den Strompreis erhöht haben, natürlich ganz interessant, weil jede Strompreiserhöhung sorgt dafür, dass sich Kunden mal ganz schnell umschauen, ob es einen neuen Tarif irgendwo geben könnte, einen günstigeren Tarif bei einem anderen Versorger. Und wenn man über diesen Weg praktisch einen gewissen Wandel, ein gewisses Wandern auch von Kunden verfolgen kann zu einem anderen Versorger, dann ist es auch mal schnell möglich, dass sich die Mehrheit der Haushaltskunden bei einem neuen Versorger einfindet. Gerade wenn es die einzelne Kommune ist, ne, die vielleicht 15.000 Einwohner hat, dann sind das wie viele Haushalte? Meinetwegen 6.000 Haushalte, vielleicht noch ein bisschen weniger. Und wenn dann meinetwegen der große Konzern bisher 4.000 davon hatte,
Und das kleine neue Stadtwerk hatte vielleicht nur 2000. Aber dann wechseln genau wegen solchen Punkten 1000 Kunden den Versorger. Dann ist eben ganz schnell mal eine Mehrheit beim Stadtwerk. So. Und dann könnte es dementsprechend ganz gut passieren, dass hier tatsächlich der Kronversorger neu bestimmt wird. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch andersherum, wenn ein Stadtwerk nicht besonders gut war, aber irgendein überregionaler Versorger attraktive Preise, attraktive Produkte hatte, dann kann es eben auch gut passieren, dass ein Stadtwerk die Grundversorgungspflicht verliert. So. Und was dann passiert, ist nicht, dass die Grundversorgungskunden automatisch wechseln, sondern ab dann dem Neubestimmungstag, was dann praktisch das nächste Kalenderjahr ist, ne, also dann ab 2022, ab diesem Tag werden nur alle neu betroffenen Grundversorgungskunden zum neuen Grundversorger wechseln. Die alten, die bisher beim alten Grundversorger waren, die bekommen praktisch ein alternatives Vertragsmodell angeboten, einen ganz normalen Tarif daneben, der vielleicht sogar günstiger ist als die Grundversorgung. Die wechseln also nicht automatisch, die kriegen ein Angebot über einen normalen Tarif. Und nur alle neu betroffenen Grund- und/oder Ersatzversorgungskunden sind praktisch dann betroffen von dem Wechsel des Grundversorgers. Grundversorgung ist ja, wie gesagt, so das Standardmodell, wenn man sich keinen eigenen Tarif sucht. Ersatzversorgung bedeutet ja, die eigentlich gewünschte Versorgung ist nicht mehr zustande gekommen, entweder wegen irgendwelchen Fehlern in der Bearbeitung oder weil der bisherige Versorger nicht mehr am Markt teilnimmt wegen Insolvenz oder weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat und deswegen Verträge wieder gelöst werden. Und dann würden diese Kunden eben tatsächlich zum Grundversorger in die Grundversorgung oder Ersatzversorgung fallen. Zu beiden Themen haben wir ja auch Videos auf unserem Kanal, wer sich damit nochmal genauer beschäftigen möchte. Noch ein kleiner Hintergrund zu den Preisen. Ich habe am Anfang erwähnt, dass die Preise beim Grundversorger meistens ein bisschen höher sind. Das hängt eben genau mit diesen Schwankungen zusammen, weil jeder Grundversorgungskunde ist nicht wirklich planbar, wenn er dazukommt. Das heißt, jemand zieht irgendwo ein und sucht sich eben nicht einen eigenen Tarif, meldet sich also auch nicht unbedingt aktiv bei jemandem. Dann bekomme ich irgendwann mit, oh, der ist jetzt in der Grundversorgung und vielleicht auch schon seit ein paar Wochen. Und dann muss ich die Energiemengen praktisch spontan und womöglich auch noch rückwirkend in mein Portfolio einkaufen. Das kann teilweise noch möglich sein, teilweise nicht. Und dementsprechend habe ich auf jeden Fall mit mehr Aufwand und mehr Kosten zu rechnen als Versorger. Und das preise ich ein in meinen Versorgungstarif. Deswegen ist die Grundversorgung ein bisschen teurer, weil es eben so auch mal spontane, vielleicht auch leicht rückwirkende Versorgungen sind. Und die Ersatzversorgung kann ja auch noch bedeuten, dass gerade, wie gesagt, ein Versorger nicht mehr am Markt teilnehmen darf und dann Hunderte, Tausende Kunden plötzlich überall in die Grundversorgung fallen. Zum gleichen Zeitpunkt. Und das ist natürlich auch nochmal mit ganz viel Portfolioanpassung, mit viel Energiehandel dann auch verbunden. Und dementsprechend ist das mit Kosten verbunden, die der Grundversorger irgendwie einpreisen muss. Deswegen sind die Grundversorgungstarife und Ersatzversorgungstarife teurer als klassische Kundentarife. Ganz, ganz klar. Wer sich noch ein bisschen weiter damit beschäftigen möchte, die Bundesnetzagentur hat eine einfache FAQ-Seite dazu, wo zum Beispiel auch die interessante Info ist, ne? Wer ist denn eigentlich mein Grundversorger? Und wird ja auch darauf hingewiesen, naja, das weiß der örtliche Netzbetreiber, der das Ganze eben ausrechnet, wie gesagt, jetzt wieder zum 1. Juli. Und diese Info, wer das eben ist, findet sich im Regelfall auf der Webseite des Netzbetreibers. Da ist dann irgendwo mal eine Unterseite Grundversorgung oder ähnliches. Und da ist dann aufgeschrieben, ob es das örtliche Stadtwerk oder ein Regionalversorger oder ein großer Konzern oder ein Discounter ist, der nicht aufgepasst hat und plötzlich so viele Kunden hatte und nun muss er die Grundversorgung übernehmen. Sowas ist im Regelfall nicht passiert, aber es wurde hier und da immer mal knapp, weil sich bundesweite Versorger teilweise sehr klug angestellt haben, viele Kunden geworben haben und dann kurz davor waren, auch eine Mehrheit zu bekommen. Und das ist im Regelfall ja aber nicht in deren Interesse, sondern eher bei den Stadtwerken und den großen überregionalen Versorgern verortet. Okay, soweit es eigentlich dazu. Wie gesagt, ich verlinke euch mal die Seite der Bundesnetzagentur und auch der entsprechenden Paragraphen im Energiewirtschaftsgesetz. Nochmal Infos natürlich in der Stromgrundversorgungsverordnung, Strom-GVV, genauso Gas-GVV für die Erdgasversorgung. Da findet ihr mehr Infos dazu. Okay, habt ihr Fragen zur Grundversorgung oder vielleicht auch eine Info zu einem Grundversorgerwechsel bei euch vor Ort? Dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.